wenn ich anderen den Menschen in die Augen blicke, wie lange halten diese das aus, bevor sie wegschauen? Und wie lange halte ich es selber aus, bevor ich doch den Blick abwende? Länger als einen Augenblick? Das war fast das Erste, woran ich gedacht habe, als ich den Titel der aktuellen Ausstellung von Anita Niehaus sah. Ein Titel, der Fragen aufwirft und der fasziniert, nicht nur wegen der Mehrdeutigkeit. Eine Mehrdeutigkeit, die Anita Niehaus offenbar so wichtig ist, dass sie sie durch die Schreibweise hervorhebt. Deshalb will ich mir auch noch ein wenig mehr Gedanken dazu machen. Zumindest in unserem Kulturkreis sehen wir Menschen, wenn wir mit ihnen sprechen, in der Regel ins Gesicht, blicken ihnen in die Augen. Und das nicht nur aus Höflichkeit, sondern weil wir erwarten, im Gesichtsausdruck mehr über die Emotionen des Gegenübers zu erfahren und von dort auf seine Absichten zu schließen und seinen Charakter ergründen zu können. In anderen Kulturkreisen wird es dagegen als grobe Unhöflichkeit betrachtet, Menschen in die Augen zu schauen. Das ist allerdings nicht als Signal zu verstehen, dass das Gegenüber etwas zu verbergen hätte. Aber noch einmal zurück zu meiner Eingangsfrage. Wie lange halten wir oder unser Gegenüber den Blick in die Augen aus? Verliebte vermutlich endlos. Normale Menschen scheinen schnell nervös zu werden oder sich angegriffen zu fühlen, wenn man ihnen länger als einen Augenblick in die Augen blickt. Falls sie es überhaupt zulassen, was die meisten Menschen, deren Blick wir auf der Straße kreuzen, nicht tun. Sie blicken vor sich auf die Straße oder wenden den Blick sofort ab, wenn er unseren trifft. Falls wir es nicht selbst tun, haben wir Angst vor einer ungeplanten Begegnung oder haben wir doch etwas zu verbergen?